steigen wir ein in die Tagesordnung. Ich denke, die Wahlzettel dürften vorbereitet sein. Wir haben zunächst dann den Tagesordnungspunkt 1 mit dem Wahl des, der Beigeordneten für den Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht. Ich sage das eingangs bei dem ersten Tagesordnungspunkt immer jeweilig die Betroffenen, die zur Wahl stehen, ist Befangenheit angezeigt und die bitte ich sowohl vom Podium wie auch aus dem Rat ins Publikum zu wechseln. Wir sehen die Befangenheit nicht, sagt das auch eingangs nochmal, bei denjenigen, die sich beworben haben, aber die jetzt nicht auf dem Wahlschein erscheinen. Das war ich noch zum Einstieg. Jetzt gab es Wortmeldung, Herr Schäuber. Ja, Herr erster Bürgermeister, ich habe einfach eine Bitte, um hinterher mögliche Probleme zu vermeiden, dass nämlich in der Niederschrift jeweils explizit vermerkt wird, wenn ein Bewerber, der gleichzeitig Stadtrat ist, während des Tagesordnungspunktes den Sitzungssaal verlassen hat. Ja, in dem Sinne. So, gibt es noch Wortmeldungen vorher? Herr Krieg. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister und insbesondere die Zuschauer auf der Tribüne, eventuell im Fernsehen und im Livestream. Ich denke, es ist wichtig für die Zuschauer zu erläutern, was hier eigentlich vorgeht. Sie sehen nur von außen, dass 6 neue Bürgermeister gewählt werden. Mehr ist ohne Kenntnis der schriftlichen Vorlage nicht zu sehen. Sie haben vielleicht aus der Zeitung auch den einen oder anderen Namen gehört. Wir haben jetzt hier erstens eine Vorlage für die ein Bürgermeister für Finanzen, Verwaltung und Recht gewählt werden soll. Ein Finanzbürgermeister ist aber vorhanden und er ist bis zum 31.12.2016 gewählt. Und für den Zeitpunkt der Wahl gibt es in der Gemeindeordnung einen klar vorgegebenen Zeitkorridor. Der § 56 Absatz 4 Sächsische Gemeindeordnung in Verbindung mit § 50 Absatz 1 Sächsische Gemeindeordnung sagt klar, die Bestellung kann frühestens 3 Monate vor dem Freiwerden der konkreten Stelle, also frühestens am 1. Oktober 2016 erfolgen. Es stellt sich also die Frage, was bringt Herrn Dr. Lames dazu, heute zu kandidieren für ein Amt, das noch gar nicht zu wählen ist. Man muss dabei wissen, dass alle anderen Bürgermeister entsprechend der Gemeindeordnung fakultativ sind. Die Gemeinde kann bestimmen, bis zu 7 Bürgermeister zu haben und sie kann die Aufgaben nach freiem Gutdünken verteilen, mit einer Ausnahme, dem Finanzbürgermeister. Der Finanzbürgermeister ist in § 62 der Gemeindeordnung als einziger exakt bestimmt. Warum also? Es könnten heute, wäre eine andere Variante, 6 Bürgermeister gewählt werden, inklusive der 2, die die linke Mehrheit der CDU zugebilligt hat. Und in einem Jahr könnte dann Herrn Dr. Lames zum Finanzbürgermeister kandidieren. So wäre auch ein denkbares Szenario. Warum aber will Herr Dr. Lames unbedingt heute bereits einen Bürgermeisterposten ergattern? Dafür könnte es 2 Gründe und Motivationen geben. Zum einen wissen Sie, dass ich regelmäßig darauf hingewiesen habe, dass der Kollege Dr. Lames sich verfassungswidrig verhält. Man kann nach dem Grundgesetz nicht gleichzeitig Politiker und Richter sein. Und so wäre es eine mögliche Erklärung, dass andere Leute das auch so sehen und ihm vielleicht nahegelegt haben, diesen verfassungswidrigen Zustand baldmöglichst zu beenden. Insofern hätte er also nicht mehr Zeit bis zum Oktober 2016. Für diese Variante spricht auch die Kandidatur überhaupt. Seinem Alter entsprechend hätte er die Chance, vom Kammervorsitzenden am Oberlandesgericht zum Richter auf Bundesebene aufzusteigen. Ein Posten als Finanzbürgermeister ist da auf der Karriereleiter wohl allenfalls ein Schritt zur Seite. Natürlich wird Herr Dr. Lames uns das alles nicht erzählen. Er wird es sicherlich nicht einmal in der eigenen Fraktion besprochen haben. Ein anderer Aspekt ist aber auch, dass er als Führer einer SED-Mehrheit im Stadtrat, wie zu DDR-Zeiten, die CDU gerne als Blockpartei am Nasenring herumführen möchte. Der Plan scheint zu sein, uns heute glauben zu machen, der im nächsten Jahr frei werdende Posten des Finanzbürgermeisters sei bereits gewählt und die CDU habe bis zum nächsten Oktober sich schön angepasst zu verhalten,
weil man ihr ja sonst noch drohen könnte, dass ihr sonst den zweiten versprochenen Bürgermeisterposten doch nicht erhält. Ja, wirklich, meine Damen und Herren, wir steuern auf einen Zustand zu wie DDR-Verhältnisse. Herrn Kollegen Dr. Lammes sei aber gesagt, welchen Titel Sie sich heute auch auf die Schulterstücke heften lassen, das ist zweitrangig. Eines ist jedenfalls klar, wenn Sie Finanzbürgermeister werden wollen, dann müssen Sie Ihre SED-Mehrheit im Rat mindestens bis Oktober 2016 zusammenhalten. Denn dann erst wird eine richtige, eine reguläre Wahl zum Finanzbürgermeister stattfinden können. So ist das Gesetz. Mit der heutigen Wahl erlangen Sie keine Legitimation, zum 01.01.2017 das Finanzressort zu übernehmen. Ein Finanzbürgermeister wird heute nicht gewählt. Herr Dr. Lammes ist nach einem gewollten Wahlgang kein Finanzbürgermeister, weder heute noch in Zukunft. Danke. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Herrn Tostmann bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen und den Wahlgang eröffnen. Ja, Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barkow, Herr Bartels und Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn. Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari. Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser. Herr Drews, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer. Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer. Kommt da nicht durch. Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel. Herr Genschmar, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann. Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz. Herr Hofsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden. Frau Dr. Kaufmann, Herr Kiesling, Herr Klein. Frau Klepsch, Herr Krause, Herr Krien. Herr Krüger, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg,
Er legt die Stimmzettel auf der anderen Seite. Herr Matthies, Frau Müller. Herr Musculus, Frau Muth, Herr Naumann. Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Herr Schmählich. Herr Schollbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer. Herr Thiele, Herr Urban, Herr Vogel. Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, meine Damen und Herren, haben alle von Ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Auszählung. Bis dahin warten wir gespannt aufs Ergebnis.
So, meine Damen und Herren, bitte die Plätze wieder einzunehmen. Wir fahren mit der Sitzung fort und ich darf Ihnen das Ergebnis des ersten Wahlganges, nee, des Wahlganges zum Tagesordnungspunkt 1 mitteilen. Ausgegeben wurden 61 Stimmen, also eine war ungültig gewesen. Es entfielen auf Herrn Dr. Peter Lames 44 Stimmen, auf Herrn Hartmut Vorjahn 16. Herr Dr. Peter Lames ist damit gewählt. Ich rufe damit den Tagesordnungspunkt 2 auf, Wahl des Beigeordneten des Geschäftsbereichs Ordnung und Sicherheit, und darf wieder Herrn Toastmann bitten mit dem Aufrufen der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barko, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmer, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann, Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz, Herr Hofsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Frau Dr. Kaufmann, Herr Kiesling, Herr Klein, Frau Klepsch, Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger, Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller, Herr Musculus, Frau Muth, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter,
Herr Schmelig, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Herr Schulze, Herr Steinmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban. Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner. Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, meine Damen und Herren, haben alle von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Auszählung. Thank you.
So, meine Damen und Herren, wir können fortsetzen. Der zweite Tagesordnungspunkt ist ausgezählt. Es haben 62 Stadträtinnen und Stadträte an der Wahl teilgenommen. 8 Stimmen waren ungültig. Auf den Kandidaten Herrn Detlef Sittel entfielen 54 Stimmen und er wird damit gewählt. So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Wahl des Beigeordneten für den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus. Und ich darf wieder Herrn Tostmann bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte zur Wahl aufzurufen. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barkow, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm. Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns. Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe. Herr Donhauser, Herr Drews, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmar, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann, Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz, Herr Hofsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Frau Dr. Kaufmann, Herr Kiesling, Herr Klein, Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger, Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller, Herr Musculus, Frau Muth, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Herr Schmelich, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban,
Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner. Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, haben alle Stadträtinnen und Stadträte von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang.
So, meine Damen und Herren, wir setzen fort. Ich darf Ihnen das Ergebnis der Wahlen zum Tagesordnungspunkt 3 beigeordneten für den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus mitteilen. Ausgegeben wurden 60 Stimmen. Ungültig waren diesmal 7. Auf Herrn Engler entfielen 10. Auf Frau Klepsch 43 Stimmen. Soweit wäre Frau Klepsch gewählt. Damit darf ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Tagesordnungspunkt 4, Wahl des Beigeordneten für den Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen. Und darf Herrn Toast mal wieder bitten, die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barko, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmar, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann, Frau Hatzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz, Herr Hoffsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Herr Kiesling, Herr Klein, Frau Kletsch, Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger, Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller, Herr Musculus, Frau Muth, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter,
Herr Schmelich, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban, Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, meine Damen und Herren, haben alle von Ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang.
So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ergebnis der Wahl zum Tagesordnungspunkt 4, Beigeordneten für des Geschäftsbereiches Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen. Ausgegeben wurden 61 Stimmzettel, ungültig waren 14. Auf Frau Dr. Christine Claudia Kaufmann empfehlen 41 Stimmen, auf Ronny Zasowk 6. Damit ist Frau Kaufmann gewählt. Ich darf damit den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen, Tagesordnungspunkt 5, Wahl des Beigeordneten für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften. Und Herrn Toastmann in bewährter Manier bitten, die Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barko, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns. Gaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews. Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler. Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser. Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel. Herr Genschmer, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann. Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz. Herr Hofsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Frau Dr. Kaufmann. Herr Kiesling, Herr Klein, Frau Klepsch, Herr Krause, Herr Krien. Herr Krüger, Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Löser. Ja, ja. Nee, den Raul wähle ich nicht, oder? Doch. Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller, Herr Musculus, Frau Muth. Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Herr Schmählich, Herr Schollbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann.
Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele. Herr Urban, Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, meine Damen und Herren, haben alle von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang.
So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ergebnis der Wahl beigeordnet für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Ausgegeben wurden 62 Stimmen, 14 waren ungültig. Auf Herrn Schmidtler-Manteen empfielen 48 Stimmen und wer damit gewählt. So, damit kommen wir zum Wahl zum Tagesordnungspunkt 6, beigeordnet für den Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft. Und ich darf Herrn Toßmann wieder bitten, die Stadträtinnen und Stadträte zur Wahl aufzufordern. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Venarius, Frau Barko, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm. Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns. Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews. Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler. Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser. Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmer, Herr Gilke, Frau Grundmann, Herr Grundmann. Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz. Herr Hofsommer, Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden. Frau Dr. Kaufmann, Herr Kiesling, Herr Klein, Frau Klepsch. Herr Krause, Herr Krien, Herr Krüger. Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Löser. Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller, Herr Musculus. Frau Muth, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter. Herr Schmählich, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Stahlmann-Fischer, Herr Thiele, Herr Urban, Herr Vogel,
Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirz und Herr Zastrow. So, hat jemand noch nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann schließe ich den Wahlgang und bitte um Auszählung.
So, meine Damen und Herren, wir kommen damit zum Wahlergebnis für die Wahl des Beigeordneten, der Beigeordneten für den Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft. Ausgegeben wurden 62 Stimmen, ungültig waren 11. Auf Uwe Barth empfielen 13 Stimmen und auf Frau Eva Jenichen 38, die damit gewählt werden. So, meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne hier vorbitten Herrn Dr. Peter Lames, Herrn Detlef Sittel, Frau Ann-Kathrin Klepsch, Frau Dr. Christin Claudia Kaufmann, Herrn Raul Schmidt-Lamontaine und Frau Eva Jenichen. Und hier vor, einfach mal. So, meine Damen und Herren, hier vorne stehen vor Ihnen 6 potenzielle neue Beigeordnete. Sie sind gewählt. Jetzt könnte ich heute Abend noch mehr einen Spaß draus machen und ein bisschen nochmal aufmischen und die Schlagzeilen produzieren. Nein, wir sind ja in einer ernsthaften Veranstaltung. Und ich möchte erstmal allen ganz herzlich gratulieren. Bevor dann die ganzen Blumen drankommen, werde ich mir auch das Recht nehmen. Deswegen habe ich mir auch nach vorne geholt, das Erste zu gratulieren. Erteile hiermit mein Einvernehmen, wünsche uns gute Zusammenarbeit miteinander. Das hoffe ich nicht nur mit den 6 neu gewählten Beigeordneten, sondern hoffe ich auch mit dem Stadtrat hier, dass wir wegkommen von den Grabenkämpfen, sondern uns mehr im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner um die Probleme der Stadt kümmern. Da haben wir genügend. In diesem Sinne auch gute Zusammenarbeit und meinen herzlichen Glückwunsch. So, meine Damen und Herren, wir hatten ja eingangs bei der Tagesordnung gesagt, dass zunächst erstmal die Fotografen dann das Prä haben wollen. Deswegen gehen wir jetzt in die Pause, da wir ja noch nicht so in Routine wieder drin sind, sondern noch in Sommerpause. Insoweit würde ich sagen, 18.15 Uhr treffen wir uns und setzen dann die Ratssitzung fort. Und Fotografen dürfen uns dann gerne dirigieren, wo sie am liebsten die Fotos machen würden. Wir gehen hier gleich raus ums Eck, also nicht runterrennen, sondern hier nur um die Ecke raus.